WordUp ist ein Projekt, der auf die Wünsche der Jugendlichen eingeht. Und wenn ihr mehr über WordUp erfahren wollt, dann schaut euch den nächsten Beitrag an. Herzlich willkommen beim Abschlussplenum von unserem Jugendparlament WordUp, Leopoldstadt. Schön, dass ihr alle da seid. Wir sind Lara und Alex und gemeinsam werden wir euch heute durch den Vormittag führen. Wie lange gibt es schon WordUp? WordUp in der Form gibt es jetzt das zweite Jahr. Was ist WordUp? Beschreibe bitte den Ablauf von diesem Projekt. Also WordUp ist ein Jugendparlament für Schülerinnen und Schüler der Leopoldstadt. Es ist ein Beteiligungsprojekt, wo die Jugendlichen im Bezirk mitbestimmen können, im Bezirk sich beteiligen können, ihre Wünsche äußern und das an den Bezirk weitergeben und es werden dann Umsetzungen getan. Genau, mit einem gewissen Budget, das vom Bezirk zur Verfügung gestellt wird. Was wurde dieses Jahr umgesetzt? Dieses Jahr wurden konkret umgesetzt ein Salettl, das heißt so ein überdachter Pavillon im Max-Winter-Park. Dann wird umgesetzt so Fitnessgeräte im Prater. Dann werden gemacht Bodenmarkierungen im Manisch-Sperber-Park oder auch Diana-Park genannt. Und am Volkertplatz bei der Sportfreifläche wird es eine Absperrung geben, damit der Ball nicht durchfällt. Das sind die Umsetzungen, die konkret gewählt wurden. Und ansonsten gab es von den Jugendlichen auch die Wünsche nach zum Beispiel USB-Ladesteckdosen. Das konnten wir jetzt so nicht umsetzen, aber wir haben eine Lösung gefunden. Und zwar gibt es jetzt zum Beispiel im Rudolf-Bedner-Park Solarpanels, wo man Handys laden kann mit USB-Steckdosen. Es wird auch Graffiti-Workshops geben, weil die Jugendlichen sich Graffiti gewünscht haben. Also Graffiti-Wände haben sie sich eigentlich gewünscht. Wir versuchen halt jetzt aus der Jugendarbeit Graffiti-Workshops anzubieten. Genau, also das sind so die Dinge, die umgesetzt werden können in diesem Jahr. Mir gefällt an WordUp diese ganzen Projekte sehr gut und dass man doch was ändern kann. Warum würdest du deinen Freunden von diesem Projekt erzählen? Weil es sehr cool ist und es ist eine coole Erfahrung. Was ist deine Rolle als Delegierte? Meine Rolle ist es, dass ich die Wünsche von meinen Mitschülern halt sage. Die Meinung auch und unsere Mitschüler auch zu vertreten und ja. Was gefällt euch beiden an WordUp besonders gut? Dass jeder seine Meinung äußern kann. Und warum würdet ihr Freunden von diesem Projekt erzählen? Ja, weil es ein sehr cooles Projekt ist und man auch sehr viel machen kann, also sehr viel bewirken kann. Ne? Und macht es euch Spaß hier? Ja. Ja, schön. Ja. Wie ist der Ablauf? Also der Ablauf von WordUp ist so, dass wir im Herbst Workshops in den Schulen machen. Dann gibt es ein Delegiertentreffen, wo einmal alle gesammelten Ideen, die in den Schulworkshops gesammelt wurden, zusammenkommen, die wichtigsten ausgewählt werden. Dann gibt es ein großes Plenum im Dezember, wo mit Expertinnen und Experten diskutiert wird und die Anliegen besprochen werden und die Anliegen auch an die Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger weitergegeben werden. Dann ist die Phase, wo die Kosten der ganzen Anliegen evaluiert werden und recherchiert werden. Und dann gibt es im März ein Delegiertentreffen, wo wieder alle zusammenkommen und wo dann quasi präsentiert wird von Seiten der Bezirksvorstehung, was umgesetzt werden kann und was wie viel kostet. Und bei diesem Delegiertentreffen haben die Jugendlichen auch dann die Wahl zu bestimmen, was umgesetzt werden soll. Da ist dann die große Wahl und jetzt befinden wir uns gerade beim Abschlussplenum, eben wo wir eigentlich die Umsetzungen jetzt feiern und uns freuen über die Ergebnisse. Das ist der Ablauf vom WordUp. Ich glaube, mein Lieblingspark ist der Augarten und was ich an ihm verändern würde, wäre, glaube ich, dass die Flaktürme begehbar werden
wären für jeden oder dass die Flaktürme quasi so eine Art Spielplatz auch sind. Aber das ist halt noch vermutlich nicht so leicht möglich, weil Flaktürme immer noch historische Bedeutung haben. Also mein Lieblingspark ist Max-Winter-Park und dort ist eigentlich alles sehr schön und dort haben wir auch schon besprochen, dass es Veränderungen wird, also halt die Überdachung, das war auch eigentlich. Und die WCs halt. Wie wichtig ist die Mitbestimmung? Also meiner Meinung nach ist es wirklich sehr wichtig, denn jeder hat das Recht, irgendwas beizutragen und einfach seine eigene Meinung dazu zu irgendwas zu sagen, weil ja, Meinungsfreiheit herrscht hier auch. Was ist Politik für dich? Ja, Politik ist für mich jetzt vom Sinn her sehr wichtig, weil sonst würde es keine Entscheidung geben, weil sonst würde jeder einfach machen, was er will. Dass auch jeder seine Meinung einbringen kann und eben, dass es dann verschiedene Perspektiven gibt auf eine Sache. Eigentlich ist Politik für mich, also Leute, die zusammenarbeiten sollten und halt Meinungsfreiheit, aber was man halt in den Medien sieht, dass eigentlich Politik nicht so wieder ist, was die Leute halt sagen. Also so zum Beispiel Politik, was momentan so ist, ist einfach nur so Krieg und Hass. Ich bin besonders stolz auf alle Kinder und Jugendlichen, die beim Jugendparlament mitgemacht haben. Mir hat besonders gefallen, wie sie diskutiert haben, dass sie auch festgestellt haben, dass es jüngere und ältere Kinder gibt, die die Parks mitnutzen und eigentlich müssten sie für alle Kinder mitgestalten. Ja, das hat mir eine tolle Überlegung. Welche Rolle spielt der Bezirk bei Wörth-Up? Der Bezirk hat Wörth-Up initiiert, das heißt, er hat gesagt, wir wollen, dass Kinder und Jugendliche mitreden können bei der Gestaltung des öffentlichen Raums und wir haben das Geld zur Verfügung gestellt, dass es erst einmal durchgeführt werden kann, also organisiert werden kann und dass es ein Budget gibt, dass die Kinder und Jugendlichen etwas umsetzen können. 70.000 Euro haben wir pro Jahr zur Verfügung gestellt. Gibt es noch was Sie sagen möchten? Ich finde es großartig, mit welcher Begeisterung ihr dabei seid. Ja? Und ich möchte ein herzliches Dankeschön an alle sagen, an die Schulen, an die Direktionen, an die Lehrer, aber besonders an die Jugendlichen, dass sie ihren Bezirk mitgestalten. Also gemeinsam sind wir die Leopoldstadt und das spürt man dann auch, wenn man sich im Bezirk aufhält, in den Parks geht, dass das etwas ist, wo wir alle sehr gut miteinander leben können. Danke für das Interview.